Guten Morgen, Leute, am 15. April 2021. So sehe ich aus, wenn ich gerade frisch aufgestanden bin. Ich mache mich jetzt fertig, beziehungsweise schneide noch ein paar Videos. Um 10 Uhr gehe ich dann nämlich wieder mit einer Freundin eine Runde walken. Schön aktiv halten hier. Wetter ist heute super, die Sonne scheint. Leider ist die Strecke mal wieder großteils im Schatten. Aber die einzig wirklich komplett sonnige Strecke, die wir hier haben, da müssten wir ein bisschen weiter fahren. Da müssen wir, glaube ich, eine halbe Stunde fahren. Das lohnt sich dann auch eigentlich nicht. Ja, von daher, ich freue mich aber drauf, weil es ist auf jeden Fall immer gut, Bewegung zu haben. Und wir sind ja meistens so eine Stunde unterwegs. Das ist dann schon echt ganz gut in einem strammen Tempo. Und ja, das heißt, ich mache mich jetzt mal schnell fertig. Dass ich eben auch noch was schneiden kann. Und danach gibt es dann Frühstück und dann werde ich anfangen aufzunehmen, denke ich. Oder mich mit Stream Avatars zu beschäftigen. Ich habe es mir jetzt gestern geholt und ja, von daher mal schauen. So, die Videos rendern. Ich bin bereit aufzubrechen. Ich hoffe, die Jacke ist nicht viel zu warm. Ich weiß aber im Moment überhaupt nicht, wie das Wetter draußen ist. Von daher hoffe ich mal, dass ich nicht kaputt gehe. Mal schauen. So, wieder zu Hause. Gut was getan. Gerade noch angestoßen auf bestandenes Studium und neuen Job. Und oh, sieht man jetzt gerade gar nicht hier. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ich fürchte, die Hose muss wohl in die Wäsche. Ja, jetzt setze ich mich erstmal dran. Das Tagebuch für gestern zu schneiden. Also jetzt, was ihr am Donnerstag gesehen habt, das habe ich nämlich noch nicht fertig. Aber erstmal noch eben umziehen. War sehr, sehr cool. Wir sind relativ weit gelaufen. Ja. Tut immer gut, so ein bisschen Bewegung. Und heute vor allen Dingen noch bei dem Wetter. Mega. Ich habe jetzt die letzte Zeit so viel Toastbrot gegessen und sowas und so wenig Müsli. Aber heute gibt es nochmal Müsli in meiner Lieblingsschale. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe die total. Die habe ich schon ewig lang. Schon als Kind habe ich die gehabt und die habe ich mitgenommen. Die ist so toll. Ich bin ja gerade noch am Praktizieren. Wegen Minecraft-Shadern, weil ich da so ein bisschen mal nachgucke. Das hier ist momentan der aktuelle. Also jeder von euch, der Minecraft kennt, das ist unter Wasser, das sieht einfach total gut aus. Das Wasser auch hier, mega schön. Das Licht kenne ich ja sowieso schon so, dass das hier so mit Licht und ja, Schatten einfach ist. Sieht sehr, sehr gut aus. Und der hier, der ist momentan noch im Test und oh mein Gott, mit dieser Ultra-HD-Textur sieht das nicht Bombe aus. Also das hier, richtig krass. Hier sieht man das auch total gut. Hier auch nochmal auf dem Bild. Guckt euch mal das Gras an und die Erde. Wie mega gut das einfach aussieht. Und auch die Bäume, die haben, also was die für Details haben. Richtig, richtig krass. Also muss ich mal gucken, ob ich mir da mal so einen Ultra-HD-Shader holen kann. Ich finde, hier bei dem Marmor fällt das auch richtig auf. Und sehr krass fand ich auch hier diese Art Kerker. Mit den Spinnenweben und sowas. Also richtig krass, oder? Wow. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen schauen. Aber wie gesagt, der Shader hier, der ist gerade noch in Mache. Der PTGI, der ist noch in der Alpha. Der Renewed, den gibt es schon, aber den PTGI, den gibt es noch nicht. So, halbwegs zurecht gemacht. Ich weiß nicht, ich hasse meine Haare heute, aber ja. Ich will sie jetzt auch nicht mehr waschen, weil Samstag will ich sie sowieso waschen und jetzt will ich sie halt nicht nochmal zwei Tage vorher waschen, weil meine Haare sind sowieso ultra trocken. Ich habe schon Shampoo für trockene Haare, Spülung, Haarkuren, Haaröl, aber die sind so ultra trocken und es wird halt immer schlimmer, wenn man sie, je häufiger man sie wäscht. Deswegen versuche ich sie so wenig wie möglich zu waschen. Ja, aber diese Woche sind sie irgendwie generell von eine Katastrophe. Wahrscheinlich von der Witterung draußen, weil meine Haare reagieren auch sehr stark auf Umwelteinflüsse. Von daher, naja gut. Die Woche ist ja zum Glück fast vorbei. Übrigens, man erkennt es jetzt nicht so gut. Wir haben tatsächlich heute, es bleibt nicht liegen, aber es schneit heute wieder. Echt, es ist zum Verrücktwerden. Kann ich mal langsam endlich der Frühling kommen und bleiben?
Das wäre wunderschön. Juhu, der Shader ist jetzt schon drin. Texture Packs noch nicht, deswegen ist das noch sehr, sehr pixelig. Aber wow, das Wasser allein schon. Och, das ist so hübsch. So Leute, die erste Folge Minecraft ist im Kasten und ich würde sie am liebsten gestern schon bringen. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie so Bock auf das Spiel. Ich hoffe. Mein armer Stuhl. Ich hoffe, dass das gut ankommt, weil ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und ja, wäre einfach super. Jetzt geht es aber gleich erstmal zum Essen. Heute ein bisschen früher als sonst, weil ich gleich mit Dennis noch wieder It Takes Two streamen werde. Also, jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Die erste Folge, wie gesagt, ist im Kasten. Ich würde am liebsten direkt noch weiter aufnehmen, weil ich richtig Bock drauf habe. Aber ich muss mich ein bisschen gedulden. Wahrscheinlich dann erst morgen wieder. Noch ein bisschen. Ich muss schnell wieder zumachen. Ja, so, ich habe jetzt eben mit Dennis It Takes Two gestreamt. War wieder ein super cooler Stream. Es waren so viele Leute dabei. Und, also für meine Verhältnisse viele Leute dabei. Und es ist einfach ein total süßes Spiel. Ihr seht es, ich bin hier noch überall angeleuchtet und angestrahlt. Ich habe mich aber ein bisschen umgezogen, weil mir ein bisschen kühl war. Deswegen habe ich jetzt den kuscheligen Pullover wieder angezogen, den ich gestern schon mal anhatte. Und ich werde jetzt noch eine Runde Minecraft aufnehmen, weil ich einfach so einen Bock auf das Spiel habe. Und ich mag tatsächlich dieses Texture Pack total, was jetzt hier gerade im Hintergrund ist. Das ist so ein, ja, Comic Texture Pack, hätte ich fast gesagt. Also ein bisschen Comic-mäßig. Aber es ist halt auch noch wirklich so ein bisschen mehr in dem alten Minecraft-Stil. Also es ist so ein bisschen pixeliger und ich finde das irgendwie total cool. Ein bisschen retro gepaart mit total hübscher Optik. So, also ich werde mal aufnehmen und dann gleich mal noch ein bisschen was futtern und rudern steht ja auch noch am Plan. Also, auf geht's! Ihr Lieben, das hier, hier oben sitzt die Kamera drauf und das hier, das sind übrigens die Strahle, die ich nutze, um mich zu beleuchten. Also ihr seht, wie hell die sind. Das wird da ganz schön warm hinter, muss ich sagen, auf Dauer. So, wieder beste Kameraführung EU West. Ich werde jetzt mal noch mir einen kleinen Abendsnack machen. Das war aber gerade ein schönes Licht. Hoch, ich habe so toll braun gewirkt jetzt auch. Ich werde noch einen Snack machen zum Abend, nämlich Reiswaffeln mit Philadelphia und Gurke. Ich wollte noch irgendwas. Also im Moment, ich esse gerade wieder ein bisschen zu viel. So für meine Verhältnisse zu viel. Und deswegen, boah, das Licht gerade. Das Licht so ist echt mega gut. Ah, toll. Ja, also für meine Verhältnisse und für das, was ich eigentlich gerade plane, esse ich gerade ein bisschen zu viel. Und damit ich mir abends noch einen Snack erlauben kann, wollte ich dann einen kalorienarmen Snack haben, der trotzdem lecker ist. Das heißt, kein Toastbrot, sondern Reiswaffeln. Also schmeckt auf jeden Fall auch gut. Ich mag Reiswaffeln. Sind nicht jedermanns Sache, weil die sind halt, ja, vielleicht wisst ihr, wie Reiswaffeln schmecken. Die sind halt relativ neutral. Ich mag sie trotzdem ganz gerne. Maiswaffeln haben ein bisschen mehr Geschmack, aber auch wieder ein paar mehr Kalorien. Und deswegen wollte ich die Reiswaffeln essen. So, was ganz, ganz Einfaches, aber ich finde das super lecker. So, ich bin jetzt gerade noch dabei, die Videos für morgen schlussendlich fertig zu machen. Boah, wir haben es jetzt gleich schon, wir haben 10 vor 0. Da, 10 Minuten vor morgen. Meine Uhrzeitangaben sind sehr präzise. Und jetzt werde ich noch die Thumbnails für morgen bearbeiten. Das kommt morgen alles. Unter anderem Star Stable. Das braucht ganz schön lange, um zu laden. Zack, bumm. Ja, das steht jetzt noch an. Wenn die hochgeladen sind, die Videos sind soweit schon fertig, was die Titel angeht und sowas. Und wenn die Bilder fertig sind und die Videos getimt sind, dann werde ich noch 20 Minuten hulern. Und dann geht's ab ins Bett. Das heißt, ich denke, das sieht so toll aus, wie die Ohren leuchten. Bei dem Licht sieht man das wenigstens mal. Im Video sieht man das immer nicht. Ja, und dann denke ich mal, geht es heute wahrscheinlich so um oh, 12:30 ins Bett. Das ist eigentlich eine gute Zeit. Morgen will ich wieder relativ früh raus. Morgen möchte ich das zweite Mal für diese Woche auf die Sonnenbank.
Und ja, morgen steht natürlich auch das Vorbereiten der Videos fürs Wochenende an, wenn ich dann wieder bei Dennis bin. Morgen ist zum Glück nicht mein Putzfreitag. Ja, von daher verabschiede ich mich schon mal. Das Hula braucht ihr jetzt nicht jeden Tag zu sehen. Und ja, wir hören uns morgen wieder. Tschüss.